So, willkommen zur kleinen Einleitung in Tasker. In diesem Fall möchte ich ein Beispiel vorstellen, das konkret angefragt wurde, nämlich das Deaktivieren der Sperre, der Mustersperre, wenn man mit einem bestimmten WLAN verbunden ist. Und das soll als Beispiel dienen, um mal zu zeigen, wie man mit Tasker eigentlich so arbeitet. An erster Stelle starten wir mal Tasker. So, ich benutze hier Tasker in der deutschen Version. Mag also sein, wenn ihr sie auf Englisch verwendet, dass es ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anders heißt. Aber grundsätzlich ist das alles gleich und das Layout ist hier das Layout für die Tablets. Also auf dem Handy sieht das vielleicht auch ein klein wenig anders aus, aber im Prinzip dieselbe Bedienung. So, wir möchten also etwas tun, wenn wir mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind. Dazu bewegen wir uns erstmal im Bereich Profile hier oben. Profile heißt eigentlich sowas wie Auslöser. Da hat der Programmierer eine etwas komische Wortwahl gewählt, aber wenn man das einmal weiß, ist das ganz einfach. Hier definieren wir also, was eine Aktion auslösen soll. Also legen wir ein neues Profil an. Das tut man über das Plus hier unten. Da drückt man drauf und kann dann auswählen aus einer bestimmten Kategorisierung, was ist es denn für ein Auslöser. In dem Fall ist es ein Status, nämlich der Status eines Netzwerks. Und die Frage, bin ich mit diesem Netzwerk verbunden, also wähle ich Wifi verbunden aus. Hier hat man jetzt die Optionsseite dieses Auslösers, da kann man eine ganze Menge eingeben, muss man aber nicht. Im einfachsten Fall gehen wir einfach hier oben auf die eine Lupe bei SSID und es werden mir alle im Moment zur Verfügung stehenden Netzwerke ausgegeben. Das heißt, diese Aktion sollte ich dann ausführen, wenn das WLAN in Reichweite ist. Alternativ kann ich auch die SSID von Hand eingeben, aber da kommt es dann eher mal zu Tippfehlern oder ähnlichem. Also das hier ist die sichere Variante, das wähle ich aus. Ich kann das auch über die MAC-Adresse machen, wenn mir das sichere ist oder ich mehrere Netzwerke habe mit derselben SSID und es nur bei bestimmten Netzwerken passieren soll. Damit bin ich aber mit dem Auslöser schon fertig. Oben links über die Zurückoption komme ich zurück, habe damit den Auslöser angelegt. Jetzt möchte Tasker von mir wissen, welche Aufgabe soll ich denn jetzt auslösen, wenn das passiert. Da ich noch keine passende habe, drücke ich auf Neuer Task. Und da ich diese Aktion nicht wiederverwenden will, brauche ich ihm auch keinen Namen geben. Kann jetzt direkt auf den Haken drücken. Ansonsten würde ich jetzt einen Namen eintippen und dann finde ich es auch unter Tasks wieder. Wenn ich jetzt keinen Namen eingebe, wird dieser Task dort nicht aufgeführt werden. Ich brauche also keinen Namen, also drücke ich Haken. Und bin wieder auf einer leeren Seite. Und jetzt kann ich die Aktionen auswählen, die Tasker tun soll, wenn ich mit diesem Netzwerk verbunden bin. Dazu drücken wir jetzt das Plus und es werden einem wieder Kategorien angezeigt. In diesem Fall ist meine Kategorie eine aus den Plugins, die ich suche, denn das, was ich auslösen möchte, kann Tasker nicht selber, sondern wird über das Plugin Secure Settings ausgelöst. Also wählen wir Plugin und wählen die Secure Settings. Und man ist wieder in einem Konfigurationsdialog. Der ist hier jetzt ein bisschen einfacher. Und viele sind ein bisschen verwirrt. Dieses If gibt es zum Beispiel hier auch immer. Das interessiert einen aber nur, wenn man komplexe Abläufe bauen möchte. Für einen einfachen Ablauf wie hier ist dieses If total uninteressant. Wir drücken auf Bearbeiten. Damit wird der Konfigurationsdialog von Secure Settings aufgerufen und wir wählen aus, was wir denn hier drin machen möchten. Und das, was wir machen möchten, steht unter den Root Actions und dem Pattern Lock. Zum Nachvollziehen, damit das dann später funktioniert, man muss Secure Settings schon installiert haben und man muss den Helper installiert haben. Ansonsten wird das nicht funktionieren. In diesem Fall muss es natürlich auch ein geroutetes Gerät sein. Jetzt fragt er, was soll er denn machen mit dem Pattern Lock, da ich jetzt die Aktion beschreibe, was passiert, wenn ich mich mit dem Netzwerk verbinde, dann soll das Pattern Lock natürlich aus sein. Ich drücke auf Speichern. Das war es auch schon. Das ist die einzige Aktion, die ich ausführen möchte. Ich gehe wieder über den Pfeil oben links zurück und bin mit dieser Aufgabe fertig. Will auch keine weitere Aufgabe hinzufügen. Also nochmal zurück. Und ihr seht jetzt hier die letzte Zeile, die hier auch aufgeklappt ist. Wifi verbunden mit Android Access Point, MAC-Adresse und so weiter ist egal.
Dann, wenn das so ist, führe aus, Secure Settings Pattern Lock disabled. Jetzt könnte ich noch ein zweites Profil anlegen, wenn ich nicht mit dem WLAN verbunden bin, dann soll er das Pattern Lock wieder einschalten. Aber es gibt hier eine elegantere Möglichkeit, nämlich einen sogenannten Ausgangstask. Den kann man auswählen, wenn man lang auf den Eingangstask gedrückt hält. Und dann kann man Ausgangstask zufügen. Bisschen schlecht übersetzt, aber was soll's. Und dann fragt er wieder, ja, was soll ich denn machen, wenn diese Funktion, dieser Ausgangstask angesteuert wird? Da brauchen wir wieder einen neuen Task und ich nehme wieder keinen mit Namen. Und im Prinzip wiederholt sich das von eben. Ich wähle das Plugin aus und wähle wieder aus den Root-Optionen Pattern Lock aus, nur dass ich jetzt on sage. Es soll also wieder ein sein. Speichern, zurück, zurück. Und jetzt sieht man hier mit dem roten Pfeil nach links, dass Secure Settings Pattern Lock enabled als Ausgangstask definiert ist. Das heißt, das wird ausgeführt, wenn ich nicht mehr mit dem WLAN verbunden bin. Und damit ist dieses Beispiel schon fertig und es funktioniert. Man könnte es an dieser Stelle, und das nutze ich vielleicht nochmal, um das Editieren zu zeigen, um einen Punkt erweitern. Wenn man sich aus dem WLAN entfernt, dann ist es ja vielleicht ganz gut, wenn das Gerät sich sperrt, weil bis eben war es ungesperrt und ohne Pattern Lock, also ziemlich gefährlich. Deswegen fügen wir jetzt nochmal eine Aktion hinzu. Dazu wählt man kurz die Aktion und man ist wieder in der Aufgabe Editieren drin. Und jetzt machen wir mit Plus eine weitere Aufgabe hinzu, gehen auf Display und sagen, wir möchten das Display sperren. Und jetzt gibt es hier auch wieder ganz viele Optionen, die man auswählen kann. In dem Fall habe ich gerade die falsche gewählt. Das ist nämlich eine zusätzliche Sperre von Tasker. Die wollen wir gar nicht. Da drücken wir Abbrechen. Nein, wir wollten eigentlich die Systemsperre. Und wie man sieht, ist die ganz einfach. Da gibt es keine Aktionen. Das heißt, ich könnte noch ein If einfügen. Systemsperre nur, wenn zum Beispiel ich eine andere Variable gesetzt habe, aber sowas Kompliziertes wollen wir gar nicht. Wir gehen wieder mit dem Pfeil zurück. Die Aktion erinnert mich daran, dass ich noch den Geräteadministrator für Tasker brauche. Den habe ich noch nicht aktiviert auf diesem Gerät. Deswegen sage ich jetzt mit OK, ja, er soll die Geräteadministrator aktivieren. Das tue ich einmal und kann jetzt mit zurück das Ganze auslösen. Und die Aktion ist eingebaut. Man sieht jetzt den zweiten Arbeitsschritt bei dem roten ausgehenden Pfeil. Und wenn ich jetzt mich aus dem Netzwerk entfernen würde, würde das Gerät sich von alleine sperren. Das war's auch schon.